Schönen guten Tag, wir sind die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg und Hallo. Ja, wir sind in einer veränderten Situation und zu diesem Thema habe ich ein paar Fragen an meinen Bruder. Bruder, wie geht's dir denn? Naja, es könnte besser gehen. Also ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen abgenommen tatsächlich, weil ich mich nicht mehr traue zu essen. Ja, das ist fatal. Ja, es ist schwierig für mich, weil ich ja nicht weiß, wie es weitergeht. Weil das Problem ist ja, dass wir im Moment gar keine Einnahmen haben. Also außer, das muss man auch sagen, viele liebe Leute, die einfach auf gute Gutscheine kaufen. Da bin ich sehr glücklich. Aber ansonsten haben wir im Moment echt Schwierigkeiten, irgendwie Geld zu kriegen. Dadurch verkneife ich mir etwas Essen. Wobei ich überlegt habe, wenn es noch schlimmer wird, sollte man sich vielleicht so eine Art Bio-Riester-Rente anfressen. Eine Bio-Riester-Rente? Naja, von der man dann zehren kann, weißt du? Ah ja, das ist doch schon eine Bio-Riester-Rente. Ja, dass man jetzt also, dass man jetzt doch noch so viel wie möglich isst, ja, dass man sich das anfüttert und wenn man nachher gar nichts mehr hat, weil die großen Wirtschaftsweisen reden ja jetzt auch schon von einer Rezession, die kommt. Ach. Das überraschend, ist ja, das, ja. Dass man dann vielleicht sozusagen davon zehrt. Aber es heißt ja auch, es gibt ja auch den Spruch, wer viel frett, der viel schätt. Genau, ich vermute, dass die zellstoffverarbeitende Industrie deswegen im Moment so einen Boom erlebt, weil alle versuchen, sich irgendwie eine Rente anzu... Und das muss ja dann auch verarbeitet... Oh, ist doch der Hammer. Ich meine, was ist denn mit den Leuten los? Klopapier. Ja. Warum so viel Klopapier? Ja. Naja, ich denke einfach, es liegt daran, einer niest 500 Scheißen sich in die Hose. Nein, das ist, nein, das ist jetzt unglücklich formuliert. Aber für uns ist wirklich, es darf keiner raus. Theater, Kleinkunstspielstätten dürfen nicht öffnen. Und wir sitzen halt den ganzen Tag zu Hause und wissen nicht, wie es weitergeht. Also ich bin erstmal verdutzt, weil mir die Bühne fehlt. Das ist wirklich auch verrückt. Weil normalerweise spielen wir das ganze Jahr durch und dann haben wir unser Sommertheater und dann haben wir Sommerpause und dann kann man sich schön drauf einstellen und dann nimmt man sich auch was vor für die Zeit und so und jetzt auf einmal hat er dann gesagt, du darfst nicht mehr auf die Bühne gehen. Furchtbar, oder? Es ist wirklich eine sehr veränderte Situation. Ja. Und was machst du jetzt mit dem Sommertheater? Das ist ja die große Frage, was mit dem Sommertheater wird. Ich hoffe, dass das, wir haben ja am 11. Juni haben wir Premiere und es geht ja bis 18. Juli und jetzt sprechen aber wieder die Experten, die Virologen davon, dass gerade im Mai, Juni der Peak der Corona-Krise sozusagen in Deutschland ankommt. Aber dann ist die Frage, ob wir unser Sommertheater spielen können. Wenn wir das nicht spielen können, dann sieht's haarig aus. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir das Sommertheater spielen können. Und wir halten den Premierentermin 11. Juni jetzt erstmal. Ja. Und wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall schön. Ja, was machen wir denn jetzt in der Zeit? Wir versuchen trotzdem irgendwie up-to-date zu sein, uns zu zeigen. Wir haben jetzt unseren eigenen YouTube-Kanal, den wir ja schon seit 5 Jahren eigentlich haben. Den haben wir jetzt mal reaktiviert und versuchen täglich jetzt ein Video rauszukloppen. Und wo machen wir das? In unserem Keller, weil wir dürfen ja nicht... Ach, wir haben einen Keller? Ja, unser Corona-Keller. Das ist ja verrückt. Wir versuchen ja auch immer darauf hinzuweisen, dass man durchaus Gutscheine kaufen kann. Das hilft uns ja dann tatsächlich auch über die Zeit irgendwie weg. Und das machen tatsächlich auch einige. Darum möchte ich an der Stelle einfach auch mal Danke sagen an alle, die das machen. Ja, also wir hoffen, dass es jetzt weitergeht, oder? Hoffst du nicht, dass es weitergeht? Ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht. Und je früher, umso besser. Definitiv. Aber trotzdem bleiben wir eigentlich zu Hause. Ja. Wenn wir nicht gerade Termine haben, die auch im ganz kleinen Kreis, also zum Beispiel aufgenommen wird das hier gerade von 2 Robotern. Genau. Ja, also wir sind eigentlich hier beide alleine. Ja. Wegen Kontaktverbot, wir dürfen uns ja nur zu zweit treffen. Genau. Hier ist ja sonst keiner weiter. Jetzt hat unsere Landesregierung hat jetzt gesagt, dass dieser Shutdown, der jetzt hier, also Shutdown ist ja kein richtiger Shutdown, aber das soll jetzt erstmal noch um eine Woche verlängert werden. Da darf man sich nicht anfassen auch öffentlich. Tja. Ja. Schade. Also ich muss sagen, ich find's gut. Wieso? Weil ich ja sowieso nicht so gerne angefasst werde. Ja, mich will ja eigentlich auch immer keiner anfassen. Das stimmt. Ja, und deswegen ist es für mich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, aber ich bin halt ein Mensch, der sehr herzlich ist. Und mir. Ja, was ziehen wir denn für ein Fazit aus der ganzen Corona-Geschichte? Ich ziehe im Moment noch gar nichts, nicht mal ein Fazit, weil wir stecken ja noch mittendrin. Das Krasse ist ja, wir sind ja gerade mal in der 3., 4. Woche. Wo die Maßnahmen so, also wie kommt das vor, als ob wir schon 2 Jahre hier? Ja, das ist ja gerade erst mal so, ich meine, wir tun ja auch die ganzen Eltern leid. Ja, das stimmt. Ich finde das ja schön, dass ich meine Kinder zu Hause habe. Ich finde das ganz toll. Ich habe jetzt Disney Plus abonniert, damit ich meine Ruhe habe. Ja. Es gibt auch noch Netflix und Amazon Prime und... Genau. Aber darum geht es ja nicht. Ja, genau. Es geht darum, dass wir hoffen, dass wir bald wieder auf die Bühne können und dass die Leute dann auch kommen und dass die Auflagen nicht so hoch sind. Ich meine... Letztendlich hat man ja auch eine Verantwortung als Kulturbetreibender, aber so ein Saal ist halt ein Saal. Und das Spannende ist ja auch, wenn jetzt wirklich diese Mundschutzpflicht ist, ja,
wenn die dann sozusagen hier ins Kabarett kommen und dann sitzen die ganzen vermummten Larven, weil die müssen wir auf der Bühne auch denn so einen Mundschutz tragen. Ja. Ich meine, was ist denn damit? Da kannst du aber übelst geile Bauchrednernummern machen. Das stimmt, das ist gut, ja. Dann sieht man ja nicht, dass der Mund sich nicht bewegt. Eben. Toll, das ist aber so Bauchrednernummer, die wird ja auch so zweimal eine Stunde auch nicht tragen mit Mundschutz. Leute, bleibt uns gewogen, vergesst uns nicht und bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt zu Hause. Willst du noch was sagen abschließend? Sobald wir dürfen, stehen wir hier wieder auf der Bühne. Das ist uns völlig egal. Ja. Und dem Alten geht es übrigens gut, falls irgendwer fragt. Fatih ist gesund. Fatih ist gesund, aber wir halten den immer raus. Wir lassen ihn immer zu Hause, und damit er sich nicht ansteckt. Ich habe ihn noch schon lange nicht gesehen. Vielleicht lebt er auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich denke doch. Naja, ich denke auch. Alles nur Spaß. Bleibt gesund. Dankeschön. Ha ha ha!